Schade, dass die Männer schon los mussten. Findest du, ja? Ist sehr nett, dein Ben. Ist nicht mein Ben. Naja, ihr habt geflirtet wie verliebte Teenager. Ach, genieß es einfach, mit ihm zusammen zu sein. Fühlt sich so leicht an. So herrlich unkompliziert. Ja, er bekommt dir, das sieht man. Sag mal, aber was ist, wenn einer von euch beiden mehr will? Nein. Wir haben uns auf eine lockere Affäre geeinigt. Keine Erwartungen, keine Verpflichtungen. Das ist das Beste für uns beide. Ja, Charlie, jetzt muss ich aber los. Oh, ich dachte, du trinkst noch ein Gläschen mit mir. Nein, nein, heute nicht. Die Wahl, du weißt doch, die ist zu wichtig. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Denkst du, Rebecca macht das Rennen? Sie muss, Charlie. Wenn Ansgar noch einmal übernimmt, das, Gott, das darf einfach nicht passieren. Und Sebastian, der hat sich ja durch seine Intrige gegen Hagen selber ins Ausgeschossen und so. Ich frage mich nur, ob Rebecca den Posten ausfüllen kann. Ich meine, sie ist eine hervorragende Designerin, aber ein Familienunternehmen eurer Größe zu leiten... Sie hat meine volle Unterstützung. Zusammen werden wir das schon schaffen. Eigentlich solltest du kandidieren. Ich meine, du wärst ideal für den Vorsitz. Nein, Charlie, das geht nicht. Ich bin keine gebürtige Landstein. Die Frage stellt sich also erst gar nicht. Und außerdem, nein, ich genieße lieber meine Freiheit, anstatt mich von der Familie anfeinden zu lassen. Wahrscheinlich hat sich das Ludwig dabei gedacht, als er in seinem Testament an der Tradition festgehalten hat. Er wollte dich schonen. Er wollte Hagen als Nachfolger. Und das war auch richtig so. Allerdings, jetzt, wo Hagen andere Pläne hat, wird es langsam eng. Hör mal, du kommst aber heute noch mal vorbei. Die Prototypen unserer neuen Kollektion sollen kommen. Großartig. Ich freue mich schon den ganzen Tag. So, tschüss, Charlie. Tschüss. Ja. Und toi, toi, toi für Rebecca. Ja. Ein Erbgegenstand eines Büffelspiels wird. Ja, da hast du sicher recht. Und ich kann auch verstehen, dass dich das alles sehr mitnimmt. Aber du bist gerade wieder im Begriff, dich für deine Familie aufzureiben. Ja, ich kann nicht anders. Doch, du kannst. Du musst es nur wollen. Es gibt noch so viele schöne Dinge im Leben. Das gehört zum Beispiel dazu. Ach, danke, John. Und das könnte auch dazu gehören. Sind das unsere neuen Prototypen? Mhm. Der Bote war vorhin da. Ich wollte nur auf dich warten. Ah, das hätte ich dir sonst auch sehr übel genommen. Wollen wir mal einen Blick wagen? Wen, du meinst jetzt hier? Das ist mein Laden. Ich bin hier quasi zu Hause. Aber wenn du noch warten willst. Nein. Zeig her. Die sind ja fantastisch geworden. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was sagen Sie, John? Sehr schön. Am liebsten würde ich die gleich anprobieren. Na, dann mach's doch. Ich jetzt hier? Also, Charlie, komm, ich weiß zwar, dass das hier wieder ein zweites Wohnzimmer ist, aber... Nein, hier natürlich nicht. Ja, wollen wir denn zu dir gehen? Ach, bei mir geht's im Moment zu wie im Taubenschlag. Andi, Bella, womöglich wäre sogar Helmke ein seltenes Mal zu Hause. Damit habe ich kein Problem. Ja, ich schon. Dann lass uns doch zu dir gehen. Es ist Tea Time und ich bin überzeugt, Justus wäre entzückt, dich mal wieder in Dessous zu sehen. Du bist unmöglich. Wenn ich sie jemandem vorführe, dann nur Ben. Das ist eine gute Idee. Du ziehst die Sachen an, ich mache ein paar spontane Fotos. Die schicken wir Ben als Appetizer. Das machen wir garantiert nicht. Und was ist denn, wenn ich ein paar Fotos von dir mache und die hier im Schneiders auslege? Weißt du noch? Damals, als Frank die Magazine mit unseren Bildern alle eingesammelt hat. Zum Glück hat er für solche Aktionen im Moment gar keine Zeit. Ja, zum Glück. Auf der anderen Seite. Die Fotos, die haben noch eingeschlagen wie eine Bombe. Ach, und es hat solchen Spaß gemacht. Und wie? Vielleicht sollten wir das wiederholen? Ja. Weißt du, nur für uns. Zum Spaß. Jetzt gleich? Ja, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Warum war die Feuerwehr da? Ach, es gab irgendwie so einen Kabelbrand im Fahrstuhl. Um Gottes Willen, ist jemand verletzt? Nein, nee, es ist gar nicht viel passiert. Es ist nur irgendwas weggeschmort, aber es ist wieder alles unter Kontrolle. Oh Gott. Ja, voila, ja. Würde ich sagen. Ja, und hier sind wir ungestört? Ja, ich habe extra noch mal im Plan geguckt. Die Luft ist rein. Oh Gott. So, wir haben hier eine Profikamera. Die Speicherkarte ist drinnen und das Stativ. Oh, Jessica, perfekt. Vielen Dank. Gerne. Ja, musst du dich nicht um deinen Umzug kümmern? Nee, ich habe schon fast alles gepackt. Also, ich habe Zeit. Ach, Sie wollten uns jetzt
Ich fotografiere euch, kein Problem. Jessica wirklich richtig gut gemacht. Ja, hat sie. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Dass wir richtig sexy aussehen. Ja, das auch. Aber nein, ernsthaft. Ich habe in den letzten Stunden überhaupt nicht an die Probleme auf Königsbrunn gedacht. Na, dann hat unser kleines Privatshooting ja schon seinen Zweck erfüllt. Elisabeth, du hast jetzt dein eigenes Leben. Du bist eine erfolgreiche, unabhängige Geschäftsfrau, hast einen attraktiven Mann an deiner Seite. Genieß es. Trotzdem, Charlie, wenn ich an Ludwigs Kinder denke, gerade Rebecca, sie ist wie eine Tochter für mich. Ja, aber sie ist erwachsen. Und du trägst nicht die Verantwortung dafür, dass sie nicht die Mehrzahl der Stimmen gewonnen hat. Und denk nur mal dran, wie oft du dich bei den Landsteins ausgegrenzt gefühlt hast. Sei es bei der Wahl zum Nachfolger oder beim Familiengremium. Tja, das ist wohl wahr. Na, dann kannst du dich doch jetzt eigentlich befreit fühlen. Meine Freiheit. Ich sollte sie wirklich viel mehr genießen. Nicht mehr involviert sein in diese furchtbaren Machtkämpfe und diese ewigen Streitereien. Auf die Freiheit. Ja. Darauf, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Mhm. Ja. Oh. Entschuldige. Ben hat Sehnsucht nach dir. Nein, es ist Hagen, er möchte mich treffen, und zwar jetzt gleich. Ah, der will sich verabschieden. Ja, wahrscheinlich. Auf uns. Ja. Und die